Ja, wir sind heute Abend um 19.15 Uhr hier zur Rehschopp-Kreuzung alarmiert worden mit dem Alarmstichwort Verkehrsunfall mit zwei eingeklemmten Personen. Vor Ort stellte sich also heraus, dass es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw gekommen ist. Dabei ist ein Fahrzeug auf der Seite zum Liegen gekommen. Die erste Erkundung hat gegeben, dass insgesamt 6 Personen in den Fahrzeugen gesessen haben. In dem Pkw einer, in dem Van waren insgesamt 5 Personen. Die wurden durch Rettungsdienst und Notarzt erst versorgt. Im Van waren insgesamt 2 Personen eingeklemmt, die wir zunächst versorgt haben und uns dann für eine patientenorientierte Rettung entschieden haben, da beide noch ansprechbar waren. Sodass wir also hier mit hydraulischem Schneid- und Spreizgerät begonnen haben, das Dach abzutrennen, um die beiden Personen dann so schonend wie möglich aus dem Fahrzeug zu befreien und an die Rettungswagen und Notärzte hier zu übergeben. Beteiligt an dem Einsatz sind insgesamt 40 Kräfte der Feuerwehr Hattingen sowie 20 Kräfte des Rettungsdienstes aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis und den angrenzenden Städten Essen und Bochum. Wir sind derzeit noch dabei, die Einsatzstelle abzusichern und bei der Bergung des Fahrzeugs zu unterstützen. Neben 2 Notärzten hatten wir insgesamt 6 Rettungswagen, 2 Krankentransportwagen, den organisatorischen Leiter des Rettungsdienstes sowie den leitende Notarzt des Ennepe-Ruhr-Kreises hier vor Ort. Die Strecke ist also hier zunächst auch entsprechend gesperrt worden, weil die Unfallstelle in unmittelbarer Nähe zu den Gleisen der Straßenbahn liegt. Die derzeitige Einsatzdauer wird also noch ca. 30 bis 45 Minuten betragen. Wir haben in der Erstmaßnahme direkt einen massiven Kräfteansatz hier auffahren können, da neben dem Löschzug Mitte auch der Löschzug Nord alarmiert war. Die Sondereinsatzgruppe Information und Kommunikation des Löschzuges Oberbredenscheid war ebenfalls vor Ort, um bei der Unterstützung und Leitung der Dokumentation des Einsatzes zu helfen.